Leute, da sind wir am nächsten Mal. Ich habe noch mal den Paddy dabei. Hey Leute. Ich zwinge ihn jetzt dazu, auch ein bisschen Legacy zu mit mir zu kommentieren. Wir haben 8 Moon gegen UB Shadow. Beides ja relativ straighte Decks. Shadow dürfte ja was sagen. Genau, klar. Ist ja modern drin und 8 Moon ist halt auch nicht so schwierig. So, ich lege Blood Moon, ich lege Chalice, vielleicht gewinne ich dann. Genau. Gab es auch mal Modern, natürlich nicht mit diesen schönen Karten. Ja, man hat halt keine Soullands, man hat nur normale ja, Länder. Ja, das ist natürlich ein bisschen langsamer auch, ja. Definitiv. Aber habe ich auch schon gesehen tatsächlich. Farben an Sleeves habt ihr denn da? Ist das irgendwie so... Tatsächlich... So Bronze? Genau, Copper. Copper bei ja. beiden, weil tatsächlich auch beides vom selben Spieler stammen, weil ja. Ich habe kein Shadow Deck. Dominik besitzt das Shadow Deck, aber okay, Dominik besitzt ja. auch das 8 Moon. Dementsprechend sind das einfach zwei kopperfarbene Hüllen drumherum. Man sieht auch, welches von den beiden öfter gespielt wird. Ja, oben an der oberen Kante. Genau. Das ist, und man erkennt auch vielleicht den Delver auf der Hand. Auf der rechten Seite beim Shadow-Spieler ist ein okay, Delver an der Hand, den erkennt man ganz gut. Ja, ich erinnere mich. Die gealterten genau. Delver schon. Ja, dann erstmal ja, sehr gut. Cycle Draw. Erstmal gucken, welche Option man noch hat. Cycle Draw. 16 runter. Weil 8 Moon ist halt ein Deck, wenn du mit Chalice arbeitest, wenn du mit Blood Moon arbeitest, gegen ein Deck, das haufenweise Ein-Mana-Spells hat und keine Basics spielt, ist das schon ziemlich weit vorne, dieses Deck. Ja, verstehe. Ja. Da kommt ein Delver. Ja. In dem Falle hat er jetzt auch noch ein Daze, ne? Das, genau, Falle, das Daze, Brainstorm, Brazen Burrower, Shadow und ich glaube sogar noch ein Daze, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Mountain, Chromox, genau, hier wird eine Karte imprinted. Fiery Confluence. Oh, ja. Okay, ja, die braucht man gegen das Deck. Wobei, 6 Damage für 4 Mana ist doch, klingt nach einer Strategie gegen Shadow. Mhm. Und ein Siamen's Bird Guide. Ja, dann für 3. Wahrscheinlich von Blood Moon. Ja. Dann kommt der Daze aber zum Einsatz. Da gehe ich jetzt stark von. Oder ein Rebel Master. Man könnte natürlich jetzt auch versuchen, einen Rebel Master. Ja. Okay, man versucht ja auch mit dem Rebel Master den Beatdown-Plan zu machen. Mhm. Kann man als Shadow-Spieler fast schon durchgehen lassen. Ja, den Token, der jetzt angreift. Ja. Definitiv einen Schaden. Genau, da musst du kurz einen Token gesucht werden. Weil ich musste ja meinen internen Witz machen, weil, kennst du diese wunderschönen Tokens von tokensformtd.com? Ja. Ich muss das unterschwellig in jedem Video unterbringen. Okay. Und das habe ich hiermit getan. So. Sehr gut. Von dem Token gibt es, glaube ich, auch eine Spielmatte. Kann das tatsächlich, sein? Ja. So, auf den Trigger vom Delver. Ja, sehr Draw. Schön. Das ist natürlich eine Mechanik, die wir nicht im Modern haben. Nee, das ist, man kann opten. Aber das bringt einem nichts. Aber es bringt einem nichts. Genau. So, Force of Negation sehe ich. Ja. Aber sonst habe ich jetzt nicht gesehen. Trigger wird wahrscheinlich flippen mit einem Ponder. Ah ja, so habt ihr das gemacht. Einfach nur ein Inner Sleeve. Genau, einfach. Nee, schon ein stabiles Sleeve, ja. Aber okay. Beidseitig. Schock mit einem Mortal Grave. Schöne Sache. Ponder? Genau. Ja, da würde ich die drei Karten ja gerne mal sehen. Na, da Brainstorm. Brainstorm, Ponder und einen Street Drive, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay. Okay, jetzt natürlich die Sache, der Rebel Master haut jetzt schon für 6. Mhm. Für 6 müsste der hauen schon. Genau, 2. Das tut halt schon weh. Und 4-2 Rebel Master. Ob man die dann nochmal gehandelt kriegt. Spielt man auch den anderen Goblin? Nicht mehr. Seitdem man Khan hat, hat man einfach keinen Platz mehr dafür. Aha, okay. Aber bevor man Khan gespielt hat, es gibt noch Listen, die diesen Goblin-Style fahren. Ja. Und die machen tatsächlich wirklich dann in 6 bis 7 Goblins. Mhm. Trinity's 4, ja, sehr gut. Ja, die muss weg. Die will der auf gar keinen Fall. Nee. Das ist. Da kommt dann ein weiterer Token, dann kommt der Beatdown. Ja, für 6. Okay, du blockst Delver gegen Delver, ja. Goblin. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man das schon zu dem Zeitpunkt macht. Ja, ich glaube, wenn man jetzt einen Schock legt und dann den Death Shadow legt, ist der ja schon bei 4-4. Mhm. Und damit größer als so ziemlich alles, was Ape Moon überhaupt im Deck hat. Okay. Da kommt der Death Shadow jetzt 4-4, wie du sagst. Gefährlich wäre jetzt eine Chandra, aber dafür hat man ja noch Force of Negation und Pitch. Da die Bridge. Ist auch ziemlich, ziemlich gut. Gerade bei der Shadow, die ja ziemlich groß sind. Und nochmal das Daze. Und nochmal ein Daze. Mit dem Watery Grave. Das sind natürlich schöne Spiele. Das sind die Spielchen, die kann man auf jeden Fall ganz gut machen. Das ist auf jeden Fall ziemlich schön. Muss man jetzt natürlich schauen, wie weit runter man gehen kann. Das ist ja immer diese Frage mit dem Death Shadow. Wie weit runter gehe ich? Gerade gegen ein rotes Deck. Ja.
Wobei, die Fire Conference hat er ja schon weggehauen. Das ist ja dieser 6 Damage Burst, den dieses Deck rausziehen kann. Ansonsten pinkt das Deck meistens eher für 2. Ja. Erst Brainstorm vor dem Landdrop. Ja. Dann ja, man könnte ja noch fetchen. Ja. Reanimate. Oh, ja. Reanimate auf den, sehr schön, auf den Goblin. Okay, jetzt haut man die Goblins mit Goblins. Sind da nochmal 3 Life Lost oder? Ja, hässliche Goblins. Ja, genau, sind nochmal 3 Life Lost. Der Death Shadow hat 6-6, genau. Ja. Blockt mit dem Goblin. Blockt den Goblin den Shadow. Und das ist, glaube ich, ja genau, man muss hier noch Leben abziehen. Genau, auf 4. Genau. Ja, 4 ist halt trotzdem gefährlich. Auf 4 ja, Mana. Natürlich Khan. Auch Khan, ne? Sehr ja, gut. Kommt jetzt Force of Negation, Pitch, wahrscheinlich Ponder. Ja, ja. Pitch Ponder. Ja. Das ist ziemlich gelaufen. Das ja, das. Bei für die Top-Decks im 8-Moon, weiß ich nicht. Top-Decks im 8-Moon sind nicht gut. Man muss halt seine Starthand wirklich haben und muss lernen, welche Starthand kann man halten, was ist gut als Starthand. Und damit fängt man an zu spielen. Okay, der Rebel Master, natürlich haut er doch mit. Ja, zack, man 6. muss halt hier aufpassen, genau. Ja. Gut, dann haut Shadow der für 6. Ja, 6 Damage, geht auf 13. Ja, damit ist der nächste Hit wahrscheinlich lethal. Ist natürlich die Frage, hat was er irgendwas mit Haste außer den Rebel Master Tokens? Ich glaube nicht. Nein, Trinisphäre. Das war eine Trinisphäre. Ja. Genau. Umpusten könnte man nicht mehr spielen. Das gute Umpusten. Da kann man 4 Leben für bezahlen, nicht schwarze Kreatur zerstören, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Man spielt so einen Misch aus Dismember, was ja auch 4 Leben kostet, und diesem Umpusten. Ja, okay, ist das Bluff Out oder? Snuff Out. Snuff Out. Snuff Out, genau. Ja, genau. Genau. Ich, ansonsten Sideboard-technisch. Wir haben jetzt mittlerweile ja Eliminates, die sind nicht schlecht gegen die ganzen Goblins. Ja, ja. Okay, dass sie auch schon im Legacy gespielt wird. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch dieses Oko-Oro-Problem. Ja. Und das lässt sich dadurch ganz gut handeln. Behandelt beides, so richtig, ja. Ja. Und gerade wenn man nicht Rot spielt und Pyroblast hat, ne? Ja, genau, dann braucht man halt Antworten dafür. Ansonsten hat man als Shadow-Spieler halt Blue Elemental Blast. Gegen ein rotes Deck kann man die mal reinnehmen. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass der Ape Moon Spieler hier auf jeden Fall die Red Elemental Blast reingenommen hat. Weil die einfach blaue Sachen zerstören, damit halt auch einfach Counter Wars gewinnen. Man könnte auch mal eine Force Counter nehmen, ich an. Genau. Und Chromox. Okay, Chandra. Spielt man Forth? Torch of Defiance? Ja. Okay. Erstmal eine neue Karte ziehen. Und dann Force. Okay. Sehr schön. Oh, der Brazen Borrower weg. Ja, es ist ziemlich bitter. Also das tut halt auch schon weh. Aber Chalice of 1 tut noch mehr weh. Ja, Chalice of 1 wäre halt fast schon over. Definitiv. Man hätte auch gucken können, ob man mit der Chalice dann, ob man die nicht bounced. Oh, er thought sie ist die andere Chalice wegnehmen. Aber gut, jetzt hier mit dem auf der Hand, mit dem Storm-Typen. Wie heißt der nochmal? Der Giant? Der Bonecrusher Giant. Ja. Der kann halt auch ziemlich fies Ende machen, weil den kann man auch nicht wirklich targeten. Wenn der zu lange liegen bleibt, ist halt auch Ende. Brainstorm, Fallland Drop, man kann ja noch ein Fetchland ziehen. Das ist sogar ein Fetchland auf der Hand. Force of Will, Schockland, Ratchet Bomb. Natürlich, Ratchet Bomb kann man natürlich gegen Chalice gut benutzen. Und genau, und nimmt ja auch den Mox, soweit ich weiß. Genau, genau. Alles mit 0 oder halt 1 oder halt 2. Tokens vom Rebel Master. Genau. Ja. Ist eine ganz solide Strategie. Ist akzeptabel. So, Thoughtseize. Okay, ist ein Domp ins Gesicht. Dann verschwindet ein Adventure und. Dann geht der Kahn weg. Dann geht der Kahn. Okay, ja gut, aber jetzt. Okay, 6 Leben. 6 Leben ist schon. Ja, das könnte. Hab ich. Ja. Ansonsten, wenn man. Oh Gott, da kommt der Typ. Ja. Forst man den hier? Kann man den forsten? Ich glaube, es war keine blaue Karte zum Forsten da. Nee. Okay, getappt. Der muss getappt kommen, dann Ratchet Bomb, die ist aber zu langsam. Ja. Weil jetzt kommt der Beat, danach kann man den nicht mehr targeten. Boah. Und für 4, genau, vielleicht. Ja gut, Landtrap muss dann auch mal sein. Ja. Man könnte jetzt noch einen Blocker ziehen, so ein Shadow wäre jetzt halt zum Beispiel ganz gut. Okay, das ist der Brainstorm. Brainstorm. Nochmal gucken, was man noch hat. Findest. Vielleicht ein Removal. Red Elemental, Blue Elemental Blast. Der Removal bringt leider nur nichts. Nee, gar nichts. Wegen dem Effekt vom Bowser. Genau. Aber man hat auch keine Kreatur zum Blocken und dann. Trigger.
Trigger. Kann man ja immer noch darauf hoffen, dass der andere den Trigger verliert. Genau. Er hat auch dran gedacht, der Finger war sofort da. Ja, 20. Okay. Das ist halt, mit Ubi-Shader habe ich mal das Problem, das Gefühl, man fährt so eine Achterbahn so total runter und hofft einfach, dass man irgendwann auf eine Gerade kommt und es wieder bergauf geht. Ja, verständlich. Ja. So, Turn 1 Delver, das ist auch schon mal gut. Ist halt schon ziemlich gut, wenn Death Shadow hier anfangen kann. Ich sehe einen Daze, ich sehe einen Wasteland. Ja. Ich glaube, ohne Counter dürfte man die Hand auch gar nicht halten. Nee, nicht gegen den 8 Moon. Ui, da liegt schon die City. Das ist ein 3 Mana. Chalice. Oh ja. Sicher vor Daze. Ja, das ist gut. Das sehe ich auch, ja. Resolved sogar, ja. Ja, jetzt wird es halt knifflig für den Death Shadow Spieler. Wasteland. Man kann jetzt noch Wasteland und hoffen, dass man jetzt eben den Beatdown hat. Delver scheint nicht geflippt zu sein. Mhm. Land go. Ist noch ein Magus of the Moon, den ich gerade gesehen habe. Okay, dann kann er nichts spielen in der Runde. Trigger. Oh, ja, wenigstens ein Random Flip. Dreht. Ja, der Random Flip ist halt wichtig. Das klappt bei mir im Modern nie. Ja, das glaube ich dir. Was man jetzt halt hier versuchen könnte, ist, man könnte jetzt langsam so ein paar Ein-Mana-Spells in den Chalice reinwerfen, um einfach den Görmark-Engler schon mal zu feeden, falls man den zieht. Okay, da kommt aber der Magus doch zuverlässig. Ja. Man könnte jetzt natürlich auch Hardcast Daze machen. Ah ja, stimmt. Weil Daze hat ja diesen alternativen Casting-Mode, dass man Mana dafür bezahlen kann. Genau wie die Force. Ja. Man macht Schock into Daze. Okay, man möchte hier einfach ein bisschen Leben runtersetzen schon mal. Ich meine, jetzt mit dem Brazen Burrow hat man ja auch ein Out gegen Chalice noch. So ist es ja nicht. Man kann ja End of Turn Brazen und dann... Wo ist denn das Land hin? Oder habe ich mich da gerade verguckt? Das Land wurde mit Daze auf die Hand genommen. Ach so. So nicht hart gecastet tatsächlich. Nicht hart gecastet. Genau, es wurde... Okay. Alternativ gecastet. Ja, und dann aber getappt ins Spiel. Okay, Aber jetzt auf. Okay, kann man machen. Ja. Bisschen sehr strange Konstellation. Ah, der Blood Moon. Oh, Blood Moon. Blood Moon geht mit dem Daumen nach oben durch. Okay. Das, Das muss der Delver jetzt retten. Ja, das ist eine 5-Turn-Clock. Okay, noch ein Chromox. Was ist ingeprintet? Das sehe ich nicht. Auch ein Blood Moon. Blood Moon, noch einer. Ja. Ja, dann kommt jetzt im Endeffekt ja nur Mountain Beat Go. Ja. Okay. Die Ratchet Bomb wäre halt die Rettung, ne? Ratchet Bomb wäre Rettung. Oder halt jetzt, dass 8 Moon 4 Runden hintereinander nur Quatsch sieht. Mhm. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, gerade mit 4 Mana auf Board, das ist schon ziemlich stabil. Wo man ja eigentlich alles spielen kann, was man hat. Aber wenn hier was gezogen worden wäre, hätte man es wahrscheinlich ins Board geschmissen. Überlegt. Ja. Das wird zweimal noch eine Chalice auf 1. Damit ist der Brazen Burrow-Plan raus. Damit hat man nur noch den Plan, 3 Runden lang. Ne, ist er auch auf 1. Ja, Chalice auf 1. Einfach nur gegen Brazen Burrow. Damit er nicht gebounced. Das wäre ja zweimal der Petty Theft. Ja, stimmt. Deswegen und man hätte ich natürlich. Gerade, dass man auch für auf 2 jetzt noch macht. Und ich glaube, es wäre sogar irrelevant, weil man hat ja eh kein blaues Mana. Man hätte auch 2 machen müssen, um die Ratchet Bomb abzusetzen. Okay, da kommt eine Trinisphäre. Ja. Jetzt muss aber so langsam. Zweimal Chalice auf 1, ja. So, okay. Also langsam muss dann halt auch mal jetzt was kommen, wa? Mountain Beat. Ist man auf 5, 4. Stell mir gerade hier wird schon gebetet, dass da noch Quatsch gezogen wird. Ich stell mir gerade schon vor, wie der 8 Moon-Spieler einen Kahn topdeckt und mit der Trinis 4 anfängt zu hauen oder so. Irgendwas Gutes. Aber muss jetzt auch ein Leben, es ist jetzt der absolute Topdeck. Das ist natürlich krass, man hat alle Hate-Pieces gefunden, aber der Turn 1 Delver setzt halt durch. Ja. Er ist nur Man hat den Red Elemental Blast, aber wegen der Chalice auf 1 kann man den nicht benutzen. Mhm. Oh, ist das bitter. Und man hat nur ein Mana-Spell auf der Hand. Wahnsinn. Wow. Okay, cooles Spiel. Gut. Das dann 2-1 Ubi Shadow. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Kein Problem. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.